Grüß Gott! Ich dachte, ich probiere mal was Neues. Wie findet ihr das? Willkommen in meinem neuen Video. Ich bin super aufgeregt, weil, ja, ich möchte euch heute mal, das sage ich direkt vorab, weil ich nicht weiß, ob es sich aus dem Titel erklärt und vielleicht interessiert es einige Leute nicht. Das ist schon mal gutes Marketing, Jaco. So sollte man auf jeden Fall jedes Video anfangen. Ich würde euch heute gerne meine neue Schmuckkollektion zeigen. Das ist eine Kollektion, die basiert auf meinen Freundschaften. Diese Freundschaftskollektion hat vier Schmuckstücke. Diese vier Schmuckstücke sind inspiriert von vier ganz besonderen Freundschaften in meinem Leben. Und ich würde euch jetzt gerne die einzelnen Schmuckstücke zeigen und euch etwas über die jeweilige Freundschaft erzählen. Deal? Das erste Schmuckstück, was ich euch zeigen möchte, ist ein Ring. Und dieser Ring ist inspiriert von einer sehr, sehr besonderen Freundschaft. Und zwar der Freundschaft zu meiner Freundin Nisi. Vielleicht kennen einige von euch Nisi. Sie ist ja auch Influencerin. Nisi 156. Vor 6,5 Jahren hat Nisi einen Klingelstreich bei mir gemacht. Ich habe nämlich ihr unter ihr Video irgendwie kommentiert. Hallo, ich stehe hier im Garten und ich drehe mein Outfit of the Day und es ist der dritte Anlauf und ich fühle mich immer beobachtet so ein bisschen und deswegen habe ich mich jetzt hier versteckt. Und dann hat sie mich auf Facebook nach meiner Handynummer gefragt und es kam aber richtig lange nichts, also wochenlang nichts. Und ich hatte das schon längst vergessen, bis dann jemand bei mir anrief und mit unterdrückter Nummer und wusch, 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 sagte und dann aufgelegt hat. Und ich habe mir so den Kopf zerbrochen, wer das gewesen sein könnte. Und dann hat es Klick gemacht. Und ich habe gedacht, fuck, Mann, das war bestimmt Nisi 156. Und dann habe ich damals ein Video gemacht. Ich bin gestern ein Opfer eines Telefonstreichs geworden. Falls euch sowas schon mal passiert, ihr seid nicht schuld. Es ist nicht eure Schuld. Das war irgend so ein Schwein, das sich nicht unter Kontrolle hatte. Ich würde. Liebe Nisi156, ich weiß, dass du das warst. Dann hat Nisi sich bei mir gemeldet und dann weiß ich noch, dass wir das allererste Telefonat geführt haben. Und es hat einfach von Anfang an gepasst. Ja, und ab diesem Zeitpunkt haben Nisi und ich telefoniert, stundenlang, jeden Tag. Ich kann Nisi anrufen, wenn ich Probleme jeglicher Art habe, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin, wenn ich einfach nur tratschen will. Ja, ich möchte diese Freundschaft niemals missen. Und der Ring für Nisi ist eine kleine Hommage ans Nicht-Umarmen. Denn es ist ein kleiner, ich würde fast sagen, Siegelring, sehr, sehr schlicht und auf ihm ist eine Gravur und zwar Oxytocin. Oxytocin sagt man, ist das Kuschelhormon und wird ausgeschüttet, wenn man sich umarmt. Also dafür ist es eigentlich so berühmt, aber Oxytocin ist viel, viel mehr. Oxytocin ist das Hormon der Geburt, das Hormon der Freundschaft, das Hormon der Liebe, das Hormon der sozialen Interaktion und Berührung. Also immer, wenn sich etwas sehr, sehr schön anfühlt zwischenmenschlich, dann ist Oxytocin im Spiel. Kennt ihr diese Leute, die immer krampfhaft einen, es ist ganz viel in dieser spirituellen Community unterwegs, die einen umarmen ungefragt, um Oxytocin in einem auszuschütten. Und darüber habe ich so ein bisschen gesprochen mit Nisi, dass das einfach so einfach nicht ist und dass ich einfach es nicht so gern mag, wenn fremde Leute mich lange umarmen. Da habe ich so mit ihr drüber gescherzt. Und deswegen ist die Gravur auf diesem Ring, wie ich Nisi auch in einem Brief geschrieben habe, brauche ich eine Umarmung, um Freundschaft bei Nisi zu spüren, sondern ich schütte nur Oxytocin aus, wenn ich sie einfach anrufe und mit ihr sprechen kann. Marco, ich habe jetzt gerade dein Paket gekriegt und ich dachte, ich filme das jetzt einfach mal mit. Und es sieht so cool aus. Der ist so cool. Da steht Oxytocin drauf. Der ist wirklich richtig, richtig cool. Gott, du hast so einen schönen Ring designt. Ich freue mich richtig doll. Und ich werde jetzt diesen Hitmix hören. Ich bin richtig aufgeregt.
Oh mein Gott! Nummer 3, oh mein Gott. Alter, wie gut. Oh Mann, ey, das ist so cool. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Ich freue mich ganz doll. What? Oh, Freundschaft ist so schön. Ich liebe das. Mach das mal mehr. So, kommen wir zum zweiten Schmuckstück und zur zweiten Freundschaft. Meine Freundschaft zu meiner Freundin Laura. Ich habe gerade ein Paket bekommen. Manchmal finde ich es ganz schwierig, wenn ich Leute dabei beobachten muss, wenn die Stories machen und wenn die heulen, dann denke ich, mein Gott, dann mach sie später. Ist das jetzt mit der Absicht, dass du heulst? Vielleicht trifft mich das auch gerade in so einer komischen Zeit, in der eigentlich nur Bad News laufen. Ist heute aber für mich was Schönes passiert. Es hat nämlich gerade an der Haustür geklingelt. Und weil ich ein faules Schwein bin, habe ich natürlich nicht aufgemacht, sondern Nils musste gehen. Und dann kam er wieder und meinte, ist ein Paket für dich gekommen. Ich so, hä, ich habe gar nichts bestellt. Und dann meinte er, nee, ist von Jaco. Ich so, Jaco wohnt 2 Straßen weiter. Warum schickt ihr mir ein Paket? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Erstmal lag oben im Paket drin dieses wunderschöne Foto von uns beiden. Niemals werde ich diesen Abend vergessen. Und dieses Foto. Dann hat sie in dieses Paket, wirklich, die macht mich fertig, einen Discman reingelegt. Und sie hat mir so eine Art Mixtape, so eine Mix-CD, wie in den 2000ern früher fertig gemacht. Und es wie in so einem Highschool-Film mache ich das an. Sie hat sogar was anmoderiert, sie hat was eingesprochen, weil es mein persönliches Mixtape ist von ihr. Und ich mache das an und dann kommt ein Song von Taylor Swift und dann singt Taylor Swift It's nice to have a friend. Und dann sehe ich diese Kette. Beziehungsweise es sind eigentlich 2 Ketten, nämlich es ist eine Freundschaftskette und diese hier ist Laura und die heißt Laura, die ist nach mir benannt. Ich höre mir jetzt weiter die CD an und was da noch so drauf ist und heul hier noch ein bisschen und lache. Ich bin so lachheul. Ich muss irgendwie auch lachen darüber, weil sie auch so witzige, also so schöne, aber auch witzige Sachen gesagt hat. Ich bin der irre Clown. Heute bin ich der irre Clown. Ich finde es irgendwie. Ich weiß, es ist gerade alles Kacke und man mag am liebsten gar keine Nachrichten mehr gucken, was man aber tun muss, weil das gerade real ist, was passiert. Aber vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um, keine Ahnung, mal einen Brief zu schreiben, für einen guten Freund oder eine gute Freundin irgendwie einfach eine Playlist sich zu überlegen oder was zu basteln. Weiß ich nicht. Irgendwas, sich was. Nichts, was irgendwie krass Geld kostet, sondern einfach sowas zeigt. Egal wie scheiße gerade alles ist, so hier, wir sind immer noch Freunde. Ja, es klingt jetzt cheesy, ich weiß, aber irgendwie, ich fühl's gerade, was soll ich jetzt sagen? Ich fühl's gerade und ich merke, dass ich auch gerade das Bedürfnis habe, so allen Leuten mitzuteilen, die mir nahe sind, dass ich sehr froh bin, dass sie da sind. Und ach, was weiß ich. Laura und ich kennen uns jetzt seit 4, 5 Jahren. Laura habe ich kennengelernt über meinen Freund Kevin. Die Geschichte haben wir im letzten Video erzählt. Das kann ich euch hier oben verlinken. Entschuldigung, aber das ist einfach, das ist so hell, dass ich schreien muss vor Lachen. Es ist einfach so weiß wie das. Wie siehst du eigentlich aus? Wir haben ja ein Jahr gemeinsam gewohnt und abends kam Laura dann von der Arbeit und dann haben wir zusammen in der Küche gesessen, haben schachtelweise Zigaretten geraucht und über unsere Zukunft gesprochen und was wir nicht alles für Formate machen könnten und haben rumgesponnen. Ich verbinde diese trennbaren Ketten einfach total krass mit meiner Jugend und ich verbinde mit meiner Freundschaft zu Laura auch einfach Erzählungen über meine Jugend und Spinnereien. Das vierte Schmuckstück ist ein Ring. Dieser Ring ist inspiriert von einer langjährigen Freundschaft mit meiner Freundin Sam. Und dieser Ring heißt dementsprechend auch Sam. Ja, oh mein Gott, was soll ich zu Sam sagen? Sam ist einfach ein Schatz. Ich habe gerade ein Paket von Jaco aufgemacht. Ich wusste, dass da eine CD auf mich wartet und ich habe mir die Musik angehört und habe auch übelst angefangen zu heulen und so. Und das war voll der Moment für mich und wo ich einmal über Freundschaft nachdenke und auch über die Zeit mit Jaco, was da alles so passiert ist und wo wir jetzt uns befinden und keine Ahnung, das ist auf jeden Fall richtig cool gewesen.
Es gibt einen Ring, einen Stimmungsring. Der heißt Sam. Habt ihr das gesehen? Eben war der noch blau, ne? Und jetzt guck mal. Magic. Krass, das habe ich noch gar nicht gesehen. Alter. Für die Leute, die den Podcast nicht hören, weil wenn man den Podcast hört, dann weiß man schon wirklich sehr, sehr viel über unsere Freundschaft. Sam und ich haben uns kennengelernt in der 5. Klasse, also als wir ungefähr so 11 Jahre alt waren. Da waren wir aber noch nicht in derselben Klasse, sondern nur in derselben Stufe. Und ja, so richtig doll zueinander gefunden haben wir dann allerdings erst später, als unsere gemeinsamen Hobbys waren Rauchen, Schule schwänzen und ja, als ich sitzen geblieben bin eigentlich. Oh, also so ist mein Arsch definitiv zu breit. Ich raste aus. Ich krieg 5 Schieferhörer von dir. Tata! Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich dieses Mädchen damals kennengelernt habe, weil sie, ja, mich sehr geprägt hat. Sam ist mit mir durch meine Kindheit und Jugend sozusagen gegangen. Deswegen bekommt sie den Stimmungsring, weil nichts fand ich cooler als Stimmungsringe. Mein ganzes Leben lang. Ein Ring, der seine Farbe ändert. Das ist ein Wunder. Das ist Zauberei in einem Ring. Ich werde mich mein ganzes Leben lang an diesem Ring erfreuen. Kommen wir zum letzten Schmuckstück. Und das ist eine Kette. Oder besser gesagt ein Medaillon. Und dieses Medaillon heißt Kevin. Er ist der erste Mensch, dem ich alles erzähle, ob ich glücklich oder traurig bin, der all meine Launen aushält, der mit mir stundenlang sich meine Scheißanalysen anhört. Er ist einfach mein Lieblingsmensch. Ja, es ist einfach eine romantische Freundschaft, so könnte man es sagen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ihm das Medaillon zu widmen, weil ich finde, dass ein Medaillon ein sehr, sehr emotional aufgeladenes Schmuckstück ist. Das Medaillon kann man auch nicht seitwärts öffnen übrigens. Das fand ich irgendwie sehr besonders. Also ich finde es sehr cool. Ich weiß nicht. Ich glaube, man findet es cool oder blöd. Man muss die Kette abnehmen und kann es dann erst oben öffnen. Also wenn man jetzt einfach so durch die Gegend läuft, kann nicht einfach jemand kommen und sagen, oh, zeig mal, was da drin ist, sondern es benötigt etwas mehr Aufwand, es aufzumachen. Und die Idee fand ich ganz schön, um dort drinnen Dinge zu tragen, die man wirklich für sich dort trägt. Auf dem Medaillon ist eine kleine Gravur und da steht drauf, Darling, Darling, Stand By Me. Und das ist eine Zeile aus dem Song von Ben E. King vom Lied Stand By Me. Wo ich jetzt gerade von Stand By Me gesprochen habe, ich setze euch einen Link unten in die Infobox zu einer Playlist. Ich habe letzte Woche Pakete an all die Menschen geschickt, über die ich in diesem Video gesprochen habe, mit einer CD, wo ich Songs mitgeschickt habe, die mich an die jeweilige Person erinnern. Ich habe all diese Songs in ihren ursprünglichen Versionen, weil manches hatte ich für die Person ein bisschen verändert, habe ich in eine Spotify-Playlist gepackt. Schreibt mir doch mal was über eure Freundschaften unten in die Kommentare. Habt ihr besondere Freundschaften? Was ist besonders an den Geschichten? Ihr seid süß und klein, das wisst ihr ja. Macht's gut. Au revoir. Wenn ihr euch die Kollektion mal angucken wollt, findet ihr den Link unten in der Infobox. Und es gibt eine neue Kerze, eine Canted-Kerze mit einer riesengroßen Portion Ylang Ylang. Wenn ihr euch die auch angucken wollt, sie ist unten in der Infobox. Denkt dran, es ist nur Kram. Nehmt aus diesem Video mit, dass ihr vielleicht einen coolen Menschen anruft. Oder ihr folgt den coolen Menschen aus diesem Video. Ihr findet sie alle auf Instagram, die machen ganz, ganz tolles Zeug. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut!